hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenkorb an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsen Club durch die Tunnel am Roxy führen. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg in den Club machen. Ah. Hallo. Ich sag dir, das Problem sind die Mädchen. Die Mädchen sind das Problem, okay. Ausreißer, Junkies vor allem. Also so wie ich das gesehen habe, müssen wir jetzt in den Stripclub rein. Oh, super. So, wie war denn das jetzt nochmal? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Muss jetzt ehrlich zugeben. Ich spiele immer nur zum Aufnehmen, weil ich mich einfach selber nicht spoilern möchte. Wie lehne ich mich jetzt hier an? Ah, oh, das war scheiße von mir. Ach du Scheiße. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Ach du Kacke. Ah. Da steht ein Polizist. Hey, ich glaube, ich muss hier gar nicht hier oben lang, ich muss unten lang, oder?
Ach du Kacke. Wo kommt denn der jetzt her? Ich frage mich jetzt immer noch. Oh fuck. Ich frage mich jetzt immer noch, ob ich richtig bin. Das sieht nämlich so aus, als ob ich unten lang müsste. Niemand. Ach du Scheiße. Sie muss jetzt hier irgendwie mal zur Potte kommen. Okay. Wenn der sich jetzt umdreht, habe ich echt ein Problem. Es fallen lassen. Okay. What the fuck? So. Also muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es dadurch schaffe. So wie das aussah? Ne. So, da hinten müssen wir hin. Erstmal wieder schön schleichen. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas? Ne. Okay. So. Wir sind also alle bescheuert, was? Also ich muss direkt durch den Haupteingang. Weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Wir testen es einfach mal. Wow. Wow. Weiß jetzt auch nicht, wenn das sich jetzt nicht gelohnt hat. So, die Flasche. Achso, vielleicht hier runterwerfen. Ach, boah, das war knapp. Ich glaube, ich habe was gehört. Komm, geh. Ah, guck an. Angezeichnete Methode, um unbemerkt einzudringen. Also wir müssen uns oben entlang hangeln. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass das so... Upsa. E auf Kante. Ja. Ah, so, okay. Eindringling. Ach, haben die mich gesehen oder was? Derjenige kommt jetzt nach oben. Ach so. Das war jetzt der Wachmann, den ich gerade eben abgelenkt habe. Na komm, geh einfach wieder. Okay, jetzt kommen wir rein.
Das nehmen wir mit. Die Schlüsselkarte nehmen wir mit. Noch mehr? Noch mehr, noch mehr? Nee, nicht mehr. Okay. Ach du Kacke. Okay, das sieht aus wie eine Barkeeperin. Bitte, ist Hank da? Kennen Sie Hank? Hank kennt mich. Oh, nett. Okay? Aber ich habe eine bessere Idee. So. Scheren Sie sich zum Teufel und kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Und jetzt verschwinden Sie. Okay, schon gut. Aber können Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie Amber was von mir ausrichten? Na klar. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wixen Club sind. Tom ist gerne da, wo die Action ist. Ach du Scheiße. Ach, der steht da direkt. Das ist sehr wichtig. Hast du kein Geld mehr, Schätzchen? Ich bin überfordert. So, Moment. Bevor ich jetzt da weitermache, ich muss jetzt erstmal kurz leiser stellen. So. Also ich muss den Typen umlegen, glaube ich. Irgendwo. Oh. Das war knapp. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie ich mein Dings öffne. Das hier? Genau, okay. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Birdie sagt, dass der Stripclub-Besitzer Dom Osmond Blake Dexters Informant ist. Er hat den Waffenhändler auf Victorias Spur gebracht. Ich werde ihn aus dem Spiel nehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Okay. Persönliche Anmerkung. Birdie hat mir diese Information nicht gegeben, weil er ein gutes Herz hat. Er würde durch Osmonds Tod viel gewinnen. Dieses Bündnis ist sehr zerbrechlich. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Gut, also ich muss jetzt wirklich den Typen umlegen. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er hin? Ah, der ist da runter, okay. Ah, ich glaube, der nette Herr kriegt jetzt mal eine Privatvorstellung. Scheiße. Ah. Was ist da drin? Ups. Ah, schön dich zu sehen, Kumpel. Du hast ja nichts verloren. Verzieh dich. Ja. Hallo. Ja, ich geh schon. Ich geh schon. Scheiße. Warum habe ich hier nichts zu suchen? Ich hätte doch auch ein bisschen da. Kommt er wieder? Wohin geht er? Zurück in die Bar. Wie wär's mit uns beiden? Komm schon, Mädchen! Okay, wohin geht denn der? Ach, Kacke. Ach, der geht pissen. Jetzt? Ah,
Scheiße, wie bringe ich den jetzt um? Okay, er geht raus. Aber ganz schnell rein, komm, 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 komm. Okay. Wie kann ich es ausdrücken, dass du es verstehst? Verpiss dich, Arschloch! Aber natürlich, aber natürlich. So, jetzt können wir noch ein bisschen zugucken. Wo müssen wir hin? Nach oben. Okay.